Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, in dem es um den Zauber von Weihnachten gehen soll. Was das für mich bedeutet und wie ich das zelebriere, um euch vielleicht ein paar Anregungen zu geben, das auch zu tun. Weil ich finde, in den letzten Jahren sind wir einfach durch diese Weihnachtszeit gehetzt, gestresst von Schmücken, Geschenke kaufen, Backen, zig Veranstaltungen, die dann anstehen, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte. Und dieses Eigentliche, dieses Besinnliche, darauf konzentrieren wir uns gar nicht mehr. Das lassen wir so hinten überfallen. Das machen wir vielleicht mal ganz kurz. Aber eigentlich sollte die komplette Weihnachtszeit daraus bestehen. Und zwar sollte sie daraus bestehen, Weihnachtsfilme nonstop zu gucken. Von früh bis abends Weihnachtsmusik zu hören. Mit den Kindern Weihnachtsbücher zu lesen. Also ich habe wirklich so, die Weihnachtszeit rückte an und ich habe die alltäglichen Bücher aussortiert und nur noch die Weihnachtsbücher hingestellt, damit halt wirklich diese Stimmung einfach den ganzen Tag da ist. Weil ich finde, gerade in dieser grauen Zeit, wo es kalt ist, wo es dunkel ist, wo es viel regnet, hoffentlich dann auch irgendwann mal richtig schneit, braucht man das. Da braucht man etwas, was einen hochhält, was einen motiviert, was einen glücklich macht. Und ich finde, diese Weihnachtsstimmung macht das einfach automatisch. Und warum sollten wir sie nicht dann den ganzen Tag in unseren Alltag holen? Ich finde die Weihnachtsbäckerei auch super wichtig und super toll, aber dann bitte ohne Stress. Ich kenne so viele Leute, die dann in Stress geraten, weil man Berge von Plätzchen backen muss und das noch backen und das noch backen und das noch backen. Backen mit Kindern ist sowieso immer nicht so unproblematisch. Aber man kann sich auf das alles vorbereiten. Also ich finde, ich für mich werde einmal mit den Kindern backen. Und dann bin ich darauf vorbereitet, dass das ein bisschen chaotisch wird und dann machen wir das nicht zu lang und dann machen wir auch nicht zu viel. Aber ich möchte dieses Plätzchenbacken für mich selber auch zelebrieren. Und dann mache ich das abends in Ruhe, wenn die Kinder schlafen. Ich mache mir tolle Musik an, dass dieser Abend dafür geblockt und ich mache das ganz in Ruhe. Also bitte all diese Weihnachtsaktivitäten, die man so macht, ohne Stress. Backen ohne Stress. Geschenke kaufen ohne Stress. Geschenke einpacken, auch richtig zelebrieren. Nicht so am 23. noch so, ich müsste die Geschenke noch schnell abends um 21 Uhr einpacken. Schnell, schnell. Sonst wirklich ein paar Tage vorher machen und das zelebrieren mit der Musik und sich Mühe geben. Das finde ich halt so schön, weil man dann in diese Ruhe, in diese Achtsamkeit einfach auch kommt. Und sich immer wieder jeden Tag Zeit nehmen für diese Weihnachtsaktivitäten. Auch Weihnachtsmarkt. Ja, das ist geil. Aber müssen es die großen, überfüllten Weihnachtsmärkte sein, wo man sowieso nicht vorwärts kommt, wo einen die Menschenmassen eher stressen? Oder tun es nicht auch diese ganz, ganz kleinen, süßen, auf die wir persönlich viel, viel lieber gehen? Und dann noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen zu kommen, der für mich Weihnachten auch ausmacht. Das ist was, was ich über das ganze Jahr verteilt mache. Aber zu Weihnachten finde ich es besonders wichtig für mich persönlich, und auch das an die Kinder weiterzugeben. Ihnen das mitzugeben, ihnen davon zu erzählen. Und zwar ist das Helfen und Spenden. Es gibt so viele Aktionen zu Weihnachten. Also ich mache das halt auch übers ganze Jahr verteilt, dass ich, also Heimatstern ist zum Beispiel eine Organisation, die ich unterstütze, wo ich immer wieder Klamotten vor allen Dingen, aus denen die Kinder rausgewachsen sind, ein riesengroßes Paket packe und dahin schicke. Kurz vor Weihnachten hat oder im November hat man dann auch immer die Weihnachten im Schuhkarton-Aktion. Die machen wir auch jedes Jahr mit, damit die Kinder damit aufwachsen. Es gibt Kinder, denen geht es nicht so gut und wir können aber so ein bisschen wenigstens da unterstützen, was dafür tun. Und gerade in der Weihnachtszeit gibt es so viele Aktionen, wo Obdachlosen geholfen wird, wo Kindern Spielzeug gebracht wird, die selber halt nicht so viel haben. Und schaut da mal, was es in eurer Region gibt, mit was ihr euch identifizieren könnt und was ihr da vielleicht halt mitmachen wollt. Es ist halt nicht immer, okay, ich spende Betrag X, sondern halt wirklich was tun, gerade auch mit den Kindern tun. Und das finde ich halt so schön. Es gibt auch so zig Aktionen, wo man Socken strickt, Mützen strickt, damit Kinder dann was Warmes zum Anziehen haben. Also recherchiert da super gerne mal. Wir machen immer wieder verschiedene Aktionen mit, die bei uns hier halt auch so in der Region sind. Und das finde ich super wichtig und finde ich super schön. Und das macht für mich den Zauber von Weihnachten. All dieses im Gesamtpaket und es zu genießen. Also ich lasse mich nicht von diesem Stress einholen. Überhaupt nicht. Bin ich absoluter Gegner davon. Ich meide dann halt einfach gewisse Situationen, die mich stressen würden, damit ich diese Weihnachtszeit für mich zelebrieren und genießen kann. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr den Zauber von Weihnachten in diesem Jahr ganz besonders genießen könnt.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.